Willkommen bei Zwerden beraten. Heute wollen wir uns von der Firma Klarstein diese Espressomaschine ansehen. Sie hat die Typenbezeichnung 100-317-03 und kam zwei Tage nachdem ich sie bestellt hatte bei mir an. Der Karton war recht neutral, hat noch nicht sehr viel über den Inhalt verraten. Hier hat man noch einen Hinweis, dass sie 1250 Watt maximale Leistung hat. Hier oben hat man noch Icons mit den verschiedenen Produkten, die der Hersteller führt. Die Kaffeemaschine ist jetzt schwarz unterlegt. Ansonsten hat man hier noch Knetmaschine, Schnellkochtopf, Rührbesen, Wasserkocher, Kühlschrank, Bügeleisen und Staubsauger. Es gibt da aber auch noch viel mehr. So, hier auf der Seite haben wir noch die Produkt-Highlights bzw. technischen Spezifikationen. Wie gesagt, 1250 Watt, 20 Bar und 1,25 Liter Wassertank. Dann packen wir ihn mal aus. Hier oben haben wir gleich die Bedienungsanleitung. Hier ist die Pappe, die mit Schaumgummi voll gepolstert ist. Sehr schön verpackt. Und im Inneren haben wir das Gerät. Das ist sehr schwer. Mehr ist da nicht im Karton. Hier haben wir ein paar Einzelteile. Sehr gut Pappe geschützt. Muss man abnehmen, damit man eben von der Verpackung frei ist. So sieht er aus. Schauen wir uns auch mal näher an. Und das ist die Maschine, die hier noch mit Klebe geschützt ist. So, dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Und hier haben wir das Stromkabel, das sehr kurz ist. Das messen wir mal eben aus. Wirkt sehr kurz, schauen wir mal. Es ist 1,04 Meter bis hier. Also 1 Meter das Kabel an sich. So, die Maschine hat hier hinten die Halterung, um den Tank einzusetzen. Den wir jetzt auch mal von der Folie befreien. Der Tank lässt sich hier öffnen und so einsetzen. Er wird einfach raufgeschoben. Das ist also sehr einfach und lässt sich auch ganz einfach wieder entnehmen. Hier hat man minimal und maximal, allerdings keine Skala. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel minimal ist und wie viel maximal. Das hätte man ein bisschen schöner regeln können. Hier sind noch unsere Sicherungen, die machen wir auch mal weg. Das ist die Abdeckplatte aus Metall. Hier ist sie nicht ganz sauber, also müsste man noch mal reinigen. Hier unten sind auch noch zwei. Da haben wir das Tropfgitter, das man auch entnehmen kann. Hier sind für die Finger zwei Einbuchtungen, das ist sehr praktisch. Und auch die Tropfschale kann man entnehmen. Passt alles wunderbar ineinander. Das Gerät besteht aus einem Metall. Ist wunderschön mit einem Weinrot lackiert. Hier oben haben wir eine spiegelnde Metalloberfläche. Und hier die Edelstahlfront mit den Bedienelementen. Hier ist der Anschalter.
Hier ist der Regler für den Dampf und dafür den Kaffee. Hier kann man dann an der Betriebsleuchte sehen, wenn er arbeitet. Hier ist die Dampfdüse, die besteht aus Plastik und Metall. Die kann man, wie man möchte, das kann man abnehmen zum Reinigen. Das ist ja auch interessant. Und man kann es zur Seite klappen, wie man möchte. Nach oben, nach unten geht nicht, nur seitlich. Was haben wir denn hier noch? Hier wird der Kaffee eingefüllt. Das ist der Filter. Hier haben wir noch einen Ersatzfilter. Und den Portionierer und den Stampfer. Dann wollen wir mal schauen, das ist wirklich sehr schwer. Auf der Unterseite befinden sich vier gummierte Füße, die keine Spuren auf dem Boden hinterlassen. Das ist auch sehr schön. Hier sind noch technische Daten und ein QR-Code, wo man zu der Seriennummer kommt. Hier ist das Herstellerlogo noch, Klarstein. Ja, das dazu. Jetzt wiegen wir ihn einmal. Da kommen wir auf 3691 Gramm, die das Gerät wiegt. Jetzt messen wir den Rest auch nochmal aus. Das Gerät hat eine Höhe von 30 cm, eine Breite von bis hier vorne 26,5 cm. Messen wir es mal weiter aus. Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Tropfblech beträgt 10 cm. Nehmen wir es mal wieder raus. Hier oben, wenn Sie das sehen können, sind Pfeiltasten. Also so ist es jetzt geschlossen und wenn man es jetzt in die andere Richtung nimmt, kann man es entnehmen. Den Kaffeefilter kann man natürlich auch entnehmen. Hier ist diese Sicherung. Im Inneren des Kaffeefilters haben wir sehr feine Poren. Das ist komplett aus Metall. Hier haben wir dann auch die maximale Füllhöhe. Und das wird dann für Kaffee sein, beziehungsweise Cappuccino. Und hier für Espresso, die ist etwas kleiner. Dann gehen wir einmal die Teile der Passionata Rosso, wie das Gerät auch heißt, durch. Hier haben wir den Tankdeckel, der sich auf diese Seite hier öffnen lässt. Das ist der Tankdeckel. Hier ist ein Griff, um den Tank herauszunehmen. Braucht man aber eigentlich nicht, man kann ihn von der Seite hochschieben. Der Tank ist herausnehmbar. Hier hat man den Schäumer mit einer Plastikhülse, die man auch abnehmen kann zum Reinigen, die Dampfdüse. Hier vorne haben wir, wie gesagt, das Abtropfgitter und die Abtropfschale, die man wunderbar herausnehmen kann, damit es sich auch wieder leicht einsetzen lässt. Hier haben wir eine Platte, die aus Metall ist, die dafür dient, dass Sie darauf Ihren Kaffee abstellen können, der dann schön warm gehalten wird, beziehungsweise Ihren Espresso. Als nächstes schauen wir uns mal die technischen Daten aus der Bedienungsanleitung an. Das Gerät wird mit 220 bis 240 Volt betrieben, bei 50 Hertz, das ist normaler Haushaltsstrom, und hat eine Ausgangsleistung von 1200 Watt. Auch wenn das nicht auf der Verpackung steht, das Gerät heißt übrigens Passionata Rosso. Also ein schöner Name für ein schönes Gerät. Die Verarbeitung ist wirklich fehlerfrei. Es ist eine wunderschöne metallene Oberfläche. Es ist sehr schwer. Alle Teile passen wunderbar ineinander. Ich kann hier keinerlei Produktionsrückstände erkennen. Nichtsdestotrotz sollten wir das Gerät einmal so laufen lassen, ohne dass irgendwas drin ist, damit Sie Produktionsrückstände nicht nachher in Ihrem Espresso finden.
Das mache ich jetzt mal und danach probieren wir das Gerät einmal aus. Dafür befüllen wir den Wasserhahn mit Wasser. Das ist jetzt nicht ganz bis zur Maximaleinfüllhöhe, aber das wird für unseren Test schon reichen. Na. So, wird wieder eingesetzt. Also erst einmal wird hier das Kaffeesieb eingesetzt, noch ohne den Kaffee einzufüllen. So, das sitzt. Dann kommt der Kaffee hinein. Dafür nehmen wir den Portionierer. So. Kann man jetzt hier festdrücken. Nachdem der Kaffee eingefüllt ist, wird der Portionierer hier unten eingesetzt. Wenn Sie hier mit dem Griff direkt auf dem Fall sind, passt das. Dann drehen Sie das, soweit es geht, nach vorne. Stellen Ihre Tasse hier drunter. Schön mittig, damit aus beiden Düsen was rauskommen kann. Neben dem Schäumer platziere ich jetzt nochmal eine Tasse, damit wir auch sehen, wie das funktioniert. Jetzt wird das Gerät an den Stromkreis angeschlossen und der Anknopf einmal gedrückt. Hier leuchtet jetzt eine rote LED, die anzeigt, dass das Gerät jetzt vorheizt. Sie wechselt zu grün, sobald die Temperatur des Wassers erreicht wurde. Sobald die rote Betriebsleuchte auf grün wechselt, ist die Temperatur des Wassers erreicht und er ist mit dem Aufheizen fertig. Dann kann man wählen, was man möchte. Wir wollen jetzt einen Kaffee. Hier ist jetzt eine grüne Leuchte, das heißt, die Temperatur ist erreicht. Oh, der vibriert etwas, die Tasse wandert etwas. Und das war dafür beim ersten Mal. Hier läuft jetzt an beiden Seiten der Kaffee heraus und riecht schon wunderbar. Und jetzt schalte ich es aus, weil mir sonst die Tasse überläuft. Hier haben wir einen wunderbar cremigen Kaffee bekommen. Jetzt probieren wir das Ganze gleich nochmal mit der Dampftaste aus. Und zwar stellen wir jetzt den Dampf ein. Funktioniert auch wunderbar. Da hört er sofort auf, sobald man ihn ausschaltet. Wenn ich jetzt die Tasse hier oben auf das Gerät stelle, bleibt sie auch wunderbar warm. So, wenn ich jetzt hier Milch in meinem Becher gehabt hätte, hätte ich wunderbaren Milchschaum, um mir einen Cappuccino zu machen. Das Gerät verfügt auch über eine automatische Ausschaltfunktion. Wenn der Netzstecker der Espressomaschine eingesteckt und das Gerät eingeschaltet wurde und für 28 Minuten nicht verwendet wird, geht er in den Standby-Modus und die Leuchtanzeige geht aus. Hier steht jetzt noch ein Hinweis, dass man den Schäumer da hinten natürlich auch dazu benutzen kann, heiße Schokolade, Wasser oder Tee zu erzeugen. Um das Gerät wieder auszuschalten, muss man diesen Schalter einfach nur für 3 Sekunden drücken, dann geht es komplett aus. Also, ich muss sagen, das Ergebnis sieht sehr lecker aus. Es gibt noch ein paar Pflegehinweise, zum Beispiel sollten Sie das Gerät regelmäßig entkalken und bei der Pflege immer den Netzstecker ziehen, bevor Sie da irgendwas machen und das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Schwamm nur reinigen. Der Abtropfbehälter und die Abstellfläche können im Spülbecken gereinigt werden. Das heißt, das Zubehör darf nicht in die das bedeutet aber auch, dass die Teile wie das Abtropfsieb, die Schale, die Abstellfläche und die Teile nicht in die Spülmaschine dürfen. Das heißt, es ist komplett mit der Hand zu reinigen. Also im Fazit bleibt zu sagen, das Gerät hat
hat zwar eine gewisse Lautstärkeentwicklung, die ist aber bei den Geräten komplett normal. Der Tank ist mit 1,25 Litern ein kleines bisschen klein, finde ich. Ansonsten finde ich es sehr schön, dass man hier die zwei Siebe hat, den Portionierer mit dem Stampfer, dass man das hier wunderbar zum Reinigen alles entnehmen kann. Und gut, schade ist, dass die Teile nicht in die Spülmaschine dürfen. Das würde natürlich einiges noch erleichtern, ist aber nicht unbedingt nötig. Also Sie haben hier die Möglichkeit, sich leckeren Kaffee, Cappuccino, Espresso zu machen. Sie haben hier die Möglichkeit, Kakao, Tee oder Milch aufzuschäumen oder heiß zu servieren. Das Gerät ist sehr hochwertig verarbeitet und also kriegt von mir eine klare Empfehlung. Schön wäre gewesen, wenn der Hersteller in der Anleitung auch noch ein paar Tipps zum Portionieren des Kaffees gegeben hätte, aber nach ein, zwei Versuchen kommt man da mit Sicherheit auch alleine drauf. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen diese Passionata Rosso von Klarstein behilflich sein und ich würde mich freuen, wenn Sie hier unten auf den Link klicken. Dort gelangen Sie zu unserer Website, da gibt es den Testbericht in Langform und Sie haben auch die Möglichkeit, diese Espressomaschine von Klarstein zu gewinnen. Viel Glück und bis zum nächsten Mal bei Experten beraten.